Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Revano. Ja, hallo, erstmal, ich grüße. So, und es kam das erste kostenlose DLC raus für Star Wars Battlefront. Und zwar Überleben eine Überlebensmission. In den Eishöhlen. Eine Überlebensmission, und zwar hier unten, wie schon Revano sagt, Überleben in den Eishöhlen, genau. Rebellensoldaten sitzen während einer imperialen Offensive in den Eishöhlen auf Hoth in der Falle. Und das werden wir jetzt zusammen zocken. Yeah, alles abballern und Kristalle gibt's zu suchen. Und Überleben im Rebellenlager steht demnächst. Das freue ich mich auch schon drauf. Warten auf Rivano. Welchen Schwierigkeitsgrad hast du gewählt? Normal. Warten auf Rivano. Ja. Spiel wird gestartet. Ja, es lädt. Du weißt ja, PS4 ist schon geil, aber die Ladezeiten sind halt, ne? Ladezeitenmäßig. Watch. Ja. Die Ladezeiten sind am PC genauso. Müsste, ja klar, aber es müsste alles so. Zwei Rebellensoldaten sitzen während einer imperialen Offensive in Eishöhlen von Hoth in der Falle. Gefangen zwischen Felsen und Eis müssen die Rebellensoldaten mehrere Wellen imperialer Truppen abwehren, um zu überleben. Sei auf der Hut und möge die Macht mit dir sein. Ja, und bei dir war die Ladegeschwindigkeit gerade zu hoch. Ja, genau. Ich habe schneller geladen als gelesen. Sehr episch, episch. Na, ich freue mich. Mal gucken. Weil ich will ja nichts sagen, aber wenn da ein T-Jäger oben als erstes drauf ist, dann könnte es schon sein, hätte ich ein bisschen Schiss, wenn da auf einmal so ein Flugzeug ankommt. Könnte ja sein. Ui. Ach, nee, wartet auf Onkel, steht da. Achso, hast du schon ausgewählt? Ah, jetzt geht's. Das Imperium ist entschlossen, sie zu vernichten. Durchhalten! Geil! Ah, nee, geht noch nicht los. Bereit schön, machen. Schöne Map. Jo, schöne Karte. Und weißt du, was das ist hier? Das ist eine Multiplayer-Karte. Das sind alles Multiplayer-Karten, du Nase. Näher von dem Gefecht, wo wir Gefecht spielen. Oh, hinter uns. So, erstmal wieder alles gewöhnen hier. Granate, Achtung. Ey, da kommt jetzt schon Roboter. Aber da kann ja was auf uns zukommen. Bam, tot. Dann wollen wir, sollen wir dann mal unterwegs gucken, ob wir diese Bergungsobjekte finden? Weil dann haben wir die Mission auch gleich. Dann kriegen wir dafür ein Sternchen. Ich weiß gar nicht, wie das aussah. Ach, ich hab mir diesmal gar keinen. Ich hab mir diesmal gar keinen Sprungrucksack mitgenommen. Oh, ja, ich auch nicht. Ich hab Dreiergranaten. Wahrscheinlich müssen wir in die Höhlen rein oder so. Na, ich trenne mich mal. Ah, da oben ist schon eins. Ich hab da eins gesehen. Korrekt, auf dem Fangnetz direkt. Das sind so Diamanten. Schön. Oh. Er ballert mal wieder. Onkel, versuch auf den Kopf zu schießen. Genau, dann sind die sofort tot. Genau, ich bin hier unter der Erde. Ah, ist auch eins, korrekt. So, der ist tot. Grüße. Hast du noch einen gefunden hier? Ein, ja. Die fünf Stück, also drei haben wir noch. Wahrscheinlich in den tiefsten und letzten Ecken, die es gibt hier. Das wird im Imperium eine Lehre sein. Na, hundertprozentig wieder irgendwo, wo du nur mit Springen rankommst, mit diesem Rucksack. Na, das wäre kacke. Ich glaube, du musst auch so hin. Also, es wäre natürlich echt bitter. Okay, ich guck gerade. Der Peilsender der ersten Kapsel ist aktiviert. Ausschwärmen. Wir müssen die Kapsel vor den imperialen Truppen erreichen. Na dann, rennen wir zu den. Ja. Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. Bereit machen für. Tatsächlich, Luftangriff. Wie geil ist das denn? Korrekt. Teiljäger. Ja, da haben sie sich was einfallen lassen. Ja, ich habe den nächsten Diamant gefunden. Achso, schon. Sehr schön. Ich bin ja noch in den Höhlen. Ich bin ja bei irgendwelchen Skeletten. Nein. Sieht sehr episch aus.
Bist daneben gesprungen? Ja, die sind halt auch so durchsichtig und gerade im Schnee ist das natürlich sehr sinnvoll. Jetzt ist meine große Frage, kriegen wir den überhaupt mit Pistole runter? Schreibe doch nicht so. Das wäre halt eine echt tolle... Gibt's denn keinen Geschützturm irgendwo? Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. La la la, ich werde hier übelst beschossen. Ich guck gerade. Ich sehe keinen Kiss. Wand. Boah. Ich versteife mich schon wieder viel zu sehr auf die scheiß Diamanten. Ja. Ja klar, wenn wir die einmal haben, dann brauchen wir sie nicht mehr. Oh, da kommen ziemlich viele Soldaten. Ziemlich viele von den blöden Soldaten kommen hier gerade. Ich komme in deine Richtung. Ja. Oh, oh, oh. Kann man denn vielleicht können wir auch ganz hoch auf den Berg. Vielleicht finden wir hier oben auch. Ja. Nein, da oben habe ich den Diamanten schon gefunden. Ach, scheiße. Und vielleicht kommen wir ja besser an den T-Jäger dran. Kannst du unten reinhängen dann? Boah, ich treffe den überhaupt nicht. Das kannst du voll vergessen. Hörst du mich überhaupt? Ich höre dich, ja. Was denn? Kannst du dich unten ranhängen an den T-Fighter? Dranhängen? Ich hab den nächsten Diamanten. Korrekt, einen brauchen wir noch. Ah, du kannst Explosionsschuss machen. Den schießen. Was? Ich sag, du kannst Explosionsschüsse machen. Ja, ich hab leicht alle paar Sekunden mal einen kurzen Leck. Da spinnt wieder irgendwas. Ob die Telekom wieder gute Einsätze gerade. Oh Mann, ey. Okay, da ist die Kapsel. Ich gehe mal hin. Ja, und bei Onkel, liebe Freunde, seht ihr das alles in 60 FPS jetzt. Richtig. Genau. Episch. Nur grade, aber nur seht ihr gerade bei mir sehr uninteressante Sachen, weil ich hier wirklich nur rumrenne und den Diamanten. So, ich hab'n. Ich hab'n. Jawohl. Und weißt du, was Schönes? Epischer Schnee ist doch toll. Gut, wir haben die Möglichkeit. Ich habe jetzt gerade an der Kapsel, da kriegen wir jetzt gleich die drei Special-Dinger. Vielleicht finden wir ja eine Panzer, um den Jet da runter zu holen, weil sonst sehe ich echt schwarz. Da, 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 da. So, gleich ist es soweit, liebe Freunde. Dann kommen wir hier zu den drei Überraschungen. Die Rettungskapsel gehört uns. Ja, will ich hoffen. So, und ich habe einen Infanteriegeschützturm. Der schießt automatisch, ja. Das Problem an dem Ding ist einfach nur, wir müssen den ziemlich weit oben hinsetzen, dass der vielleicht auch ein bisschen mit drauf schießt. Vielleicht hier. Automatische Verteidigung. Ich habe mit meiner Pistole erwischt. Ist der jetzt, hat er sich jetzt gesetzt oder ist er jetzt abgestürzt? Den habe ich immer noch. Ah, jetzt steht er, ja. Ich hoffe, er schießt auf den. Was hast du bekommen? Ein Thermaldetonator. Na, damit können wir auch keinen Jet runterholen. Oh, ein Orbitalangriff. Oh, so nutzlos. Tja. Okay. Ja, ich habe abgeschossen. Echt? Ah. Mit der Pistole. Na gut. Da, oh, wir haben ein Herz in der Hütte. Ich hol schon. Kümmer du dich um die Ankommen. Ich hol mal unser Leben. Das ist doch dein Stein, oder? Nee, oder unser. Das wird immer, wir sind ein Team. Wir arbeiten zusammen. Das geht dann. Was möchtest du sagen? Ich glaube, dass die... Habe ich. Siehst du, jetzt hast du oben drei. Du müsstest auch drei haben. Wo noch?
So, ich habe jetzt schön Explosions... Da fliegen die Viecher alle total weg. Kriegen die richtig einen auf den Sack. Das ist doch bei dir jetzt, oder was? Ja, die teilen sich auf, die Gegner. Nee. Sind die alle bei mir? Mhm. Na gut. Ja, ein Schuss, da fallen die um, das ist ja... Das ist ja... Das ist Schwierigkeitsgrad, du Pappnase, also. Naja, klar. Na, super. Macht ja nichts. Du hast gerade den Tier runtergejagt. Das zählt wie die ganzen Soldaten. Ich habe noch einen Orbitalangriff. Ich würde den gerne eigentlich aufheben, falls mal ein Dicker kommt, aber egal. So, Orbitalangriff. Wow. So, das war dein Thermaldetonator, ne? Mhm. Absprache ist alles. Ja, ja. Die waren leider schon tot. Alter, wo denn? Ach ja. Und tot. Jawohl. Haben wir schon wieder irgendwas zum Einnehmen? Gegner 2, ne. Hm. Wo? Ach, da unten. Na, geh kaputt. Dreckiger Sack. Yay. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgeworfen. Eine Versorgungskapsel. Naja, habe ich auch gerade gehört. Versorgungskapsel. Noch eine Rettungskapsel gelandet. Das ist ja weit weg. Was ist denn der gelbe Punkt eigentlich? Bist du das? Ja. Der gelbe Punkt bin ich. So. Jawohl. Lass sie kommen. War ja nur einer. Ich bin echt gespannt, wie das wohl wäre auf Hardcore. Da müssen die ja wirklich mit Tausenden kommen oder die halten einfach unendlich Schuss aus. Weil so, ich kann noch nicht mal meine Granaten zünden. So schnell wie du die umbringst. Ach, wir haben wieder einen Jäger. Wir haben die Rettungskapsel geborgt. Tschum, tschum, tschum. Und was gibt's? Orbitalangriff schon wieder. Oh, ich hab wieder so ein Infanteriegeschütz. Ich gehe auch wieder raus zu unserem blauen Punkt, dann stelle ich das mit da dort hin. Irgendwo. War nicht unbedingt genau da, wo es schon steht. Oh, dann haben wir auf jeden Fall hier eine nette kleine Geschützturmfront. Da kommt er! Die schießen gar nicht mit, die Dinger. Die schießen gar nicht mit. Nee. Das sind ja auch nur für Geschütze, für Infanterie. Ja. Noch eine imperiale Verstärkungswelle. Du hast da hinten auch noch so einen Ring, ne? Also noch so ein Spezialobjekt. Wird angezeigt, 70 Meter. Ach da. Komm mit, ja. Ich hol das Herzchen und du holst das Kreisel, weil ich habe noch einen Orbitalschlag, den werde ich halt noch aufheben. Ich achte auf den Spork, den Spork-Truppen. Eieiei. Hallo! Töten! Extra Life! Ich denke, dass wir hier brillant durchkommen werden. Ohne irgendwelche großartigen Probleme. Ja klar. Und dann habt ihr die Map auch mal gesehen und das neue Überleben. Und dann geht's, ich freue mich ja immer wieder auf neue Sachen. Dann geht's wieder in den Online-Modus. Ich weiß gar nicht, was war als letztes war, glaube ich, Abwurfzone, ne? Ja, da wollten wir ja noch, mussten wir ja noch weitermachen. Können wir ja verbinden dann hiermit. Machen wir noch eine Runde. Auch eins deiner Lieblingsdinger, ne?
Jo, ja, ihr seht schon, Leute, gerade ist ein bisschen Störung bei mir, aber es ist nicht so extrem, es geht noch. Alle paar Sekunden ist halt einmal eine, ungefähr für eine Sekunde, komplett Internet weg, warum auch immer. Ach ja, ob die Telekom das jemals nochmal hinkriegt, ich weiß es nicht. Ich bete ja jeden Tag, hilft aber nicht. Krass. Schön, Wichser. Hm. Ich hab doch einen Orbitalstreik. Ich gehe jetzt erstmal wieder dahin, wo die zwei Punkte sind. Welle 7 gemeistert. Noch. Und eine mehr. Ah, ich habe jetzt den neuen Trailer gesehen von Ghostbusters, von dem neuen. Echt? Oh, da muss ich mir mal angucken. Noch habe ich noch nicht gesehen. Cool. Echt? Ich freue mich schon drauf. Oh, es sind zwar diesmal Frauen, das ist ja ein bisschen komisch, aber es ist ultra cool. Ist einer von den Alten noch dabei? Oder zumindest taucht er irgendwie auf? Ja, die haben Cameo-Auftritte. Cool. Nee. Vor allem die heutige Grafik, dann die Geister, ist bestimmt interessant. Und dann alles so, dieses Ding ist alles Dubstep gedehnt. Hm? Also die Musik ist auf Dubstep gemacht. Okay. Ja, schaue ich mir an, den Trailer. Wow, voll weggefetzt haben wir die. Schönes Ding. Ich wollte ihn eigentlich schlagen, jetzt habe ich ihn umgeschossen. Zwei Gegner müssen noch sein. Ah, so ein Schildtyp. Sie haben sie zurückgeschlagen. Vorläufig. Kein Problem für uns. Absolut kein Problem. Versorgungskapsel. Ja, ich habe immer noch einen Orbitalstrike. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Ich komme. Ja, man sieht die zum Glück immer, wo die runterkommen. Also in der Luft, meine ich jetzt. Man sieht die ja von der Luft fliegen. Vom Himmel. Da kommen sie schon wieder. Ah, sollen sie herkommen. Und wieder ein Tee, oder? Mhm. Toll. Oh, leck. Jetzt geht's wieder. Ich will mit töten. Schönes Ding. Boah, die ist sofort explodiert und bei Kontakt. Voll geil. Puff. Wie kommen wir jetzt da hoch? Boah, gleich zwei. Uiuiui. Ach da. Immer dem Weg folgen, ne? Ich probiere mal, die ein bisschen zu verarschen. Ein paar Granaten. Macht erstmal die Typen fertig, mein Gott. Zack, einer weg. Onkel, hörst du mich noch? Ja. Ah, ich hab die Party verlassen, sagt er. Ne. Ach, ich hasse es. Aber irgendwie bin ich noch drin. Bei mir bist du noch da. Siehst du mich? Ja. Dreh dich mal um, bitte. Oder schieß mal auf mich. Du läufst ja noch hin und her. Ja, also okay. Das bin ich, ja. Dann hä? Okay, warum habe ich denn die Party verlassen? Weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Die Party auf der PS4 verlassen. Jetzt haben wir Welle 9 gemeistert, richtig? 9 von 15, ja. Ja, steht bei dir auch 16:30? Jetzt? Was? Da oben die Uhrzeit. 16:33, ja. 34. Ja, dann haben wir doch alles gleich. Na, du bist doch bloß aus der Party geflogen. Ach so. Ja, macht ja nichts. Imperiale Schattentruppen. Bereit machen. Elite Schattentruppen. Und ich habe einen Elite Orbitalangriff. Also wenn die gleich kommen, ich mach die kurz kaputt. Warte, ich habe noch ein Dings. Da kommen sie. Ich mache ein Elite Ding hier. Achtung, Orbitalangriff. Toll, keine Gegner mehr da. Hab ich doch gesagt, ich mach. Ich, ja. Manchmal bringt's was zuzuhören. Okay, ich kann wieder nichts machen. Toll! Arsch, du kriegst die ganzen Kills, weil ich mal stehen bleibe und nichts machen kann. Ah! Ich hasse Internet. I hate this. Infanteriegeschütz, korrekt. Ich hab noch ein Infanteriegeschütz. Kommen wir gleich. Ey, bald machen die Infanteriegeschütze alles alleine.
Aber ich bin jetzt mal so freundlich, weil ich habe gesehen, die kommen immer aus den Höhlen. Ich setze jetzt einfach mal so ein Infanteriegeschütz vor die Höhle. Ja. Gute Arbeit. Ja, Herzen sind wir auch bald voll. Also sieht gut aus für uns. Okay. Die Welle. Das ist die perfekte Welle. Gleich können von mir aus 20 Teiljäger kommen. Gar kein Problem damit. La 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 Granate. Oh ho ho. So, next. Ich glaube, ich. Achso. Ich wollte gerade sagen, der weiß wahrscheinlich selber nicht, woher kommt, wohin schießt, aber okay, da wusste es. Ich? Nein. Ich so, in die Luft starren. Wow. Ach, guck mal, gleich hier. Korrekt. Direkt vor die Nase geplatziert. Au. Der Onkel ist runtergeplumpst. Gar kein Problem. Bald ist die Rettungskapsel in den Händen der Allianz. Will ich hoffen, dass sie uns gehört. So, wo kommen die komischen Vögel? Ach, da oben. Alter. Ah, wir haben getroffen. Ah, ich kann gerade nichts machen. Stirb, du Hund. Stirb. Köpfe runter. Ich werfe eine Granate. Was war das? Ich bin blind. Ich bin blind. Ach, hier. Guck mal. Unsichtbare. Ich weiß schon die ganze Zeit. Will ich ja hoffen. So, was haben wir denn hier Schönes? Thermaldetonator, das ist wieder super. Ich hab auch einen Thermaldetonator. Und da ist er kaputt. Da ist der zweite, okay. Da kommt noch einer und drauf. Na komm. Oh ja, oh Mann. Die halten ja gar nichts aus. Die Dinger. Ich hoffe, das ist so gewollt. Weil im Echt, oh Mann, oh Mann. Warte, da sieht die Gegner nicht. Der macht nichts. Da springt. Ah, oh, da der letzte Herz ist da. Komm, noch holen wir uns. Holst du doch. Das letzte Herz. Für den Sieg. Nee, ich glaube, wir werden sowieso nicht sterben hier. Noch zwei Levels oder Wellen, dann geht's ab hier. La 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 la. Ach, das mach ich denn. Ups, extra life, extra life. Finde ich gut. Finde ich absolut in Ordnung. Ich komme, ich helfe dir. So, wo ist er denn, der Onkel? Da. Alle feindlichen Einheiten besiegt. Würde ich auch hoffen. Alle feindlichen Einheiten besiegt. So, Welle 14. Yippie! Jetzt kommt alles. Und ich habe noch einen Thermaldetonator im Angebot. Der halt rumleckt. Ja. Das. Nein, das war ein Lied. Das war so cool. Ui, die haben wir eine ganze Familie mitgebracht hier. Boah, geil sah das aus. Schönes Ding. Einmal bitte die Waffe hier mit Sprengmunition füttern. Dum 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 dum.
Oh, ich bin fast tot. Haha. Der Onkel ist ja natürlich nicht da, um mitzukämpfen. Ich bin genau dort, du Idiot. Ich bin genauso geblendet. Ja, jetzt, wo alle tot sind. Ja, ich hab die Typen getötet, du Rindvieh. Was hast du getötet? Du musst mal auf die Punktezahl gucken. Wenn die Gegner umfallen und du hast die Punkte nicht, dann gehören die mir. Ich hab die ganze Zeit die Gegner abgeknallt, du Nase. Bei mir steht immer Gegner getötet. Na ja, ich bin ja in einer anderen Welt hier. Naja, in deiner. Durch die Lecks. Ach, da oben, guck mal, da schleicht noch ein Unsichtbarer. So, jetzt kommt the last one. The last ding, one. Ding, 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 ding. Versorgungskapsel abgesetzt. Und mit einer Versorgungskapsel, korrekt. Mal wieder hier auf der Seite. Eine weitere Rettungskapsel. Weckungskapsel. Alle Mann bereit machen! Will ich hoffen, dass der Feind in meiner Zone ist. Bist ja ekelhaft. Plus 5 Gegner. 5 plus. Unzählbar. Weil so viele sind. Wir sichern die Rettungskapsel. Unsere Scanner haben in ihrer Nähe einen Feind. Ja, hab ich schon. Na, wo sind die denn? Die kleinen Bauern. Da fliegt hier schon etwas besser. Ja. Wow, wow, wow. Der Feind ist in ihrer Zone. Jawohl. Wir haben die Rettungskapsel gesichert. Der ist schon etwas schwieriger abgeschnitten, der Typ. Ja. Iron Ball ist ein weniger. Ach du. Bereit. Du hast da hinter dir noch Kreise, ne? Da kommt er, jetzt. Ja, ich bearbeite den die ganze Zeit und du holst nur runter, du Drecksack. Ja, der muss weg. Ey, da kommt was von oben. Ach, das sind Einzelteile, hä? Da kam gerade was runtergeflogen. Cool, die letzten 4 Gegner. Oh, das war jetzt die letzte Welle. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gerechnet. Da waren ja die 14 schlimmer. Was? Die Welle 14, sag ich, war schlimmer. Und ich sag 25 Minuten, okay. Ist ja krass. Bam. So, wir haben es geschafft. Boah, 27 Minuten, krass. Ihr seid wahre Helden der Rebellion. Ja. Möge die Macht stets mit euch sein. Ja. Na klar. Wir haben's geschafft. wie du dich freust. Ja, korrekt. Ich sehe dich leider nicht. Ich sehe dich nicht. So, ja, 15 Wellen abgeschlossen. Ich hab überall schön gelb. Du hast Leben halt mehr eingesammelt, aber der Rest. Ja, das passt doch. Ich freue mich gleich, wenn wir wieder in die Online-Welt eintauchen. Genau. So, dann war's das. Mission erfolgreich. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part Star Wars mit dem lieben Rivano und dem Onkel. Und wir sagen mal da Tschüss. Ciao.